Hallo liebe Leute und willkommen zum einem meiner wenigen deutschen Videos. Aber dieses Video wird endlich mal was Spezielles, denn nach langem Ringen und nach vielen Fragen habe ich mich dazu entschieden, jetzt doch mal langsam ein paar deutsche Videos zu machen. Und dieses Video ist eigentlich auch nur so eine Art Ankündigungsvideo, aber auch gleichzeitig ein kleines Special. Denn ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt hier versuche, direkt ein Let's Play zu starten, und ehrlich gesagt weiß ich auch noch nicht ganz, wie ich es aufziehen werde, weil ich natürlich versuchen werde, meinen Channel nicht zu überfrachten mit Inhalten, sondern irgendwie das Ganze noch so ein bisschen projektbasiert zu steuern. Vielleicht bekomme ich da auch noch den einen oder anderen mit involviert, man weiß es noch nicht. Jedenfalls mache ich hier jetzt mal so ein kleines Special, etwas, was ich tatsächlich bis jetzt noch gar nicht gemacht habe, so in der Form. Und da habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht ganz cool. Und außerdem, weil es, glaube ich, sehr, sehr viele Leute in der deutschen Community gibt, die mich jetzt so in der Alpha-Zeit nicht mitbekommen haben. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie die Alpha-Zeit gar nicht mitbekommen haben. Denn zu meinem großen Erfreuen, muss ich sagen, geht Planet Coaster ja ganz gut durch die Decke. Auch wenn der eine oder andere noch ein bisschen Probleme damit hat. Aber es läuft und da bin ich sehr glücklich drüber, weil ich ja seit der ersten Stunde da dran teilnehme und versuche, das ein bisschen nach vorne zu drücken. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass es in Deutschland sehr gut ankommt. Ja, und deswegen mache ich einfach mal deutsche Videos. So, lange Rede, kurzer Sinn. Starten wir mal an. Starten wir mal an. Was zur Hölle? Ach, naja, ich mach's nicht so oft in Deutsch, deswegen, naja, schauen wir mal. So, was ich machen wollte, ist im Prinzip eigentlich mal mit euch so durch meine alten Parks durchgehen. Ich meine, ich könnte jetzt auch einfach wieder so ein Best-of zusammenschneiden, aber vieles ist kaputt und da kann ich dann nichts zu erzählen. Und ich würde jetzt gerne einfach mal so ein bisschen hier und da dazu erzählen, was ich denn mir dabei gedacht habe. So, wir fangen am besten mal an mit, ich suche mal ganz kurz, haben wir ihn? Ja, da ist er. Also, wir fangen an mit dem ersten Park, den ich jemals gebaut habe in Planet Coaster. So, da sind wir auch schon. Ich schneide natürlich die ganzen Ladezeiten weg. Das interessiert euch nicht, mich auch nicht irgendwie. Ich muss es aber aussitzen. Dazu zu sagen ist, da ist wie gesagt einiges kaputt. Ihr seht jetzt hier direkt Space Mountain. Das ist die Version, die ich in Alpha 1 gebaut habe. Und es war tatsächlich auch mal eins meiner allerersten Gebäude. Ich gehe mal ganz kurz nach hier hinten. Da sieht man noch so eine kleine Ecke. Das hier war so mein erster Test von Planet Coaster generell. Alles sehr zerschossen, ehrlich gesagt, weil hier, das war auch mal ein richtiges Restaurant. Da stehen auch keine Läden mehr drin. Hier drüben war so eine Art kleiner Bergvorsprung mit einem kleinen Bötchen davor. Wir hatten noch kein richtiges Wasser, deswegen habe ich hier diese kleinen Brunnen da unten drunter gesetzt, die jetzt auch mittlerweile ganz anders aussehen als damals. Hat ganz gut funktioniert, so zu tun, als ob das was wäre. Genau, irgendwie, ja, also es war jetzt hier keine große Kunst, die ich hier vollbracht habe, sondern einfach nur so ein bisschen rumgespielt mit dem Spiel. Das war auch tatsächlich mein erster Abend. Man muss auch dazu sagen, es gab damals noch kein Terraforming, also ich habe hier so mit den Bergen das gemacht, was mir hier zur Verfügung stand. Genauso sieht es mit den anderen Gebäuden aus. Das hier habe ich auch irgendwie so mal zusammengeklatscht. Hier stand mal eine Achterbahn, die ich dann abreißen musste. Denn in den Alpha-Phasen war das von der Performance her alles noch gar nicht so gut optimiert, wie es zum Glück heute schon ist. Und deswegen musste ich alles runterreißen, damit ich diese Bahn hier zum Laufen bekommen habe. Ja, und das war im Prinzip mein erster Ansatz von Space Mountain. Ist natürlich nicht ganz so realitätsgetreu. Das sollte die Paris-Version werden. Nur es gab weder Wasser noch irgendwie Terraforming, noch gab es irgendwie die Möglichkeit, Sachen einzufärben. Noch hatten wir dieses 3D, wie nennt man es, dieses 3D-Gedöns, womit man die Sachen in alle Richtungen drehen kann. Das gab es damals auch noch nicht. Das heißt, man musste irgendwie immer, um diese verschiedenen Winkel hinzubekommen, musste man sich irgendwelche Teile, ich habe meistens hier diese Dächer genommen, weil diese Dächer haben im Prinzip, wenn man sich von der Seite anguckt, so fast jeden Winkel, den man gebrauchen kann. Dann hat man die Teile eben, ja, hier im Prinzip, wenn ich einmal reingehe und das Ganze jetzt mal so im Prinzip nachvollziehe. Dann nehmen wir uns mal immer hier so ein dekoratives Ding. So, irgendwie das hier. Und dann haben wir hier unten, aber ich habe es übrigens auf Englisch stehen, das Spiel, das tut mir leid. Ja, an die Oberfläche anpassen. Muss natürlich aktiviert sein. Dann hält man es drauf und man sieht hier, man kriegt jetzt die verschiedenen Winkel raus. So hat man das früher gemacht, früher, also letztes Jahr am Anfang, um diese verschiedenen Winkel hinzubekommen. Und das war dementsprechend relativ mühsam. Kann man auch, also wenn ihr mal Interesse habt, warum auch immer, euch das anzugucken, wie es damals war. Ich habe das ganze letzte Bild von diesem Space Mountain Objekt auch noch auf dem Channel, sind meine ersten Videos und ja, wen es interessiert, sieht man, wie man damals bauen musste. Ja, eine Menge Sachen sind auch hier hinüber. Ich gehe jetzt mal aus dem Gebäude wieder raus. Ich fliege mal schnell hier rein. Ja, also auch hier alles Mögliche kaputt.
Das war die Station damals. Die Bahn ist total falsch. Die steht irgendwie rückwärts. Hier steht gar keine drin. Wo immer die sich gerade rumtreibt. Wahrscheinlich hängt die irgendwo hier drin fest, weil sie nicht weiterkommt. Schauen wir mal. Bahn, wo bist du? Ah, guck mal, hier stehen wir. Gut. Nicht so wirklich toll. Naja, so, das wäre es aber auch schon mit diesem Park. Ich würde sagen, wir springen mal direkt in den nächsten, weil ich möchte das Video jetzt auch nicht so unglaublich lang werden lassen. Deswegen, in ein paar Sekunden sehen wir uns im nächsten Park. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon. Und zwar war das tatsächlich mein zweites Projekt in Planet Coaster. Man sieht hier auch noch schön, ich habe das ganze Ding hochgeladen und hier nochmal reingeschrieben, Alpha 1 Park. Ja, das habe ich deswegen gemacht, weil ich viele blöde Kommentare bekommen habe zum Thema, der sieht irgendwie scheiße aus und was hast du da gemacht und ganz schöne Gebäude, aber da ist alles kaputt und dies und jenes. Ja, ist es. Ja, tatsächlich. Aber wie gesagt, Alpha 1 und im finalen Game, dafür sieht es ehrlich gesagt noch ziemlich gut aus, vor allen Dingen hier so. Einiges ist kaputt. Ich werde mal schauen in der Nachbearbeitung des Videos, dass ich immer mal so ein paar Screenshots reinknalle, wie das ganze Ding wirklich aussah damals in der Alpha-Phase, weil vieles ist hier auch kaputt. Also irgendwie die Schilder sind mittlerweile alle ganz anders. Das hier ist irgendwie, da auch diese Schilder waren anders und generell die ganzen Belichtungsoptionen, die gab es alle damals noch nicht. Und hier diese ganzen Bodenteile, die blenden jetzt ganz anders. Da wurde natürlich eine Menge Optimierung betrieben. Trotzdem, glaube ich, kann man das Gesamtkonstrukt noch ganz gut erkennen. Sollte halt so eine kleine Times Square-Ecke werden. Allerdings natürlich nicht eins zu eins nachgebaut, sondern so, wie man es auch vielleicht in so einem Hollywood-Park, Hollywood, warum? In so einem New York-Park sehen könnte. Genau. Hier hinten hatte ich dann noch so eine schöne Aero-Coaster-Achterbahn. Aero-Coaster-Achterbahn, mein Gott. Aero-Achterbahn reingebaut. Nichts Besonderes, einfach nur für damalige Verhältnisse. Also, wer es nicht weiß, in Alpha 1 waren eigentlich noch gar keine Achterbahnen enthalten. Die gab es nur über einen Cheatcode. Und da waren auch nur zwei Stück drin. Einmal die American Aero und dann die andere, weiß ich glaube, der Stand-Up-Coaster war es. Ich bin mir aber gar nicht mehr so sicher. Hier bei den Amerika-Flaggen fehlen auch noch die blauen Teile. Waren auch mal drin. Wie gesagt, ich versuche da einfach mal ein paar Screenshots reinzusetzen. Ja, das sollte, glaube ich, besser sein. Gut, im gleichen Park haben wir auf der anderen Seite auch noch das nächste Projekt direkt. Meinen, ja, lustigen Big Ben, der was auch immer jetzt hier auf dem Dach hat. Das sah auch mal anders aus. Aber auch hier kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Also es war schon eine Menge Arbeit damals hier den Elizabeth Tower zu bauen mit Big Ben drauf. Und es gab halt so viele Dinge in der Alpha 1 noch nicht, dass das eben damals so ein ganz schönes Zusammengeklüngel war. Also wie gesagt, für alle, die das jetzt sehen und meinen Channel so jetzt vielleicht erst in letzter Zeit gesehen haben oder vielleicht ganz neu dabei sind, den ganzen Kram könnt ihr sehen. Die verschiedenen Playlists sind alle auf meinem Channel. Ich werde die jetzt nicht verlinken, weil ich glaube, diejenigen, die hier zuhören und Lust drauf haben, ihr braucht einfach nur kurz auf den Reiter Playlists auf meinem Kanal zu gucken. Da sind jetzt nicht so viele. Da habe ich die Projekte aus Alpha 1 alle noch drin. Kann man sich angucken, muss man nicht, wie es euch beliebt. Genau, das Ding war einmal nur gebaut, um hier so einen Freefall Tower reinzusetzen und einfach nur, um so ein bisschen die Architektur im Spiel auszuprobieren. Gut, reicht für den Park, würde ich sagen. Ab in den nächsten. Bisschen schnell alles, aber ich, wie gesagt, möchte das Video nicht so ewig lang machen und euch auch nur so ein bisschen das hier zeigen. Ja, komm, fliegen wir nur kurz einmal rum. So, wundervoll. Ach Gott, ich liebe ja auch. Ach Gott, okay, das ist natürlich. Vielleicht machen wir auch hier so ein bisschen Thumbnail-mäßig. Oh ja, ne? Das kann schon was. Die Lichteffekte in dem Spiel, die können schon was. Ja, aber ich möchte mich jetzt nicht zu sehr da dran aufhalten, weil das würde ewig dauern, bis ich damit fertig bin. Ach, sieht das schön aus. Schön. Schön. Wir sehen uns gleich. Hello again. Da sind wir im nächsten Park auch schon. Und das ist, denke ich mal, der Park, den die meisten von euch kennen. Vielleicht nicht unbedingt mit mir verbinden, aber das ist der Park, den ich zu Alpha 1 Zeiten im Prinzip als ein Hauptprojekt gemacht habe. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, und deswegen werden wir auch mal ein Momentchen länger in dem Park hier bleiben. Es war letztendlich auch sozusagen der einzige, oder was ist der einzige, aber der Grund, warum ich mit YouTube weitergemacht habe oder YouTube auch eigentlich so erst als wirklich, ja, ich mache das jetzt angesehen habe. Denn bis zu dem Zeitpunkt habe ich ein paar Videos hochgeladen, aufgrund der Tatsache, dass es viele Leute aus dem Planet Coaster Forum und auch von den verschiedenen Facebook-Seiten erfragt haben. Und ich habe das so als netten Service gemacht, gar nicht mal mit der Intention, YouTube zu machen. Das,
war, wie gesagt, von vornherein überhaupt nicht mein Plan. Ich bin da irgendwie so ein bisschen reingerutscht. Und ja, dieses Ding wurde dann damals auch von Frontier auf deren eigenen Seite geteilt mit einem, naja, mir tut's bis heute leid, die haben ein bisschen Probleme mit Disney bekommen, so wie ich gehört habe, im Nachhinein wegen Copyright-Schutz etc. Aber ich bin natürlich sehr dankbar, weil mein Channel da innerhalb, ich glaube, von 2 oder 3 Tagen einfach mal 1000 Abonnenten dazu bekommen hat und weiß der Geier, wie viele Klicks. Und ich letztendlich auch deswegen von Frontier eingeladen wurde, zur Gamescom zu kommen. Und deswegen ist dieser Park was Besonderes für mich. Grundsätzlich vom Park her gar nicht mal so sehr, weil das war ja auch nur so ein Projekt, wo ich mal probiert habe, wie weit man mit den Teilen damals gehen konnte. Also wie gesagt, wir hatten diese ganzen Sci-Fi-Teile hatten wir noch gar nicht damals und auch die Möglichkeit, verschiedene Winkel hinzubekommen und so, das gab es alles damals noch gar nicht und das Ding hier war mit unglaublich viel Aufwand verbunden. Ich habe davon auch die Speedbuilds zwar noch, ich glaube 1 oder 2 sind noch online. Die anderen musste ich runternehmen, auch dort wegen Copyright-Stuff. Ihr kennt es ja hier in Deutschland mit der GEMA, das ist eine Katastrophe. Also ich kann nur so viel sagen, alle Lieder, die ich verwende, sind definitiv von Royalty-Free oder von Copyright-freien Plattformen. Die GEMA interessiert es einen Scheiß. Was habe ich jetzt hier gedrückt? Trotzdem wird die Hälfte der Videos irgendwie angezeigt. Und ganz ehrlich, ich mache das hier nicht irgendwie als meinen Hauptberuf und habe jetzt auch nicht den Nerv da andauernd, die Videos wieder neu hochzuladen mit anderer Musik, geschweige denn die Music Library von YouTube zu nutzen, denn da ist echt nicht so viel Cooles drin. Naja, anderes Thema, zurück zum Geschehen hier im Park. Ja, also das war wie gesagt damals mein Hauptpark in Alpha 1. Ich habe versucht, alle möglichen Sachen nachzubauen. Hier einmal dieses imperiale Shuttle, dann das Ganze ist auch noch ein Shop, der irgendwie nicht mehr drin ist. Hallo, Shop, hallo. Wolle kaufen, wolle Uhr kaufen, wolle Banana, Ananas, Kokosnuss, ja, okay. Was? So, genau, das Ding kennt jeder, Star Destroyer, Sternenzerstörer, wir sind ja hier auf Deutsch, ne? Ist eine Achterbahn drin, die war auch einfach nur drin, weil es ging. Irgendwie war das jetzt nie der Plan, da eine Achterbahn reinzubauen. Ich glaube, die funktioniert auch gar nicht mehr wirklich, oder doch? Ich habe keinen Schimmer, ich habe das irgendwann mal angepasst. Zu Alpha 3 Zeiten, ob die mittlerweile immer noch läuft. Ach komm, wir probieren es einfach mal kurz. Hier, los, fahr. Warte mal. Testen. Fahren. Beschleunigen wir den Hasen mal ein bisschen. Bis wir oben sind. So. Aber auch der Park zeigt natürlich unglaublich gut, was Planet Coaster für Fortschritte gemacht hat. Also zu Zeiten von Alpha 1 war dieser Park unspielbar. Ich hatte nur noch 7 FPS und jetzt habe ich hier irgendwie mit Aufnahme auf höchster Grafikstufe noch ganze 30 FPS, während wir hier drin fahren. Das ist echt irre. Also, das ist schon Wahnsinn. Ja, wie gesagt, die Achterbahn ist jetzt auch nicht unglaublich super duper geschmeidig, weil die habe ich auch nicht mehr angepasst. Ich habe die irgendwie nur noch zum Fahren gebracht, aber jetzt auch nicht mehr die ganzen Ecken verbessert, also ist die sehr ruckelig an manchen Stellen und auch irgendwie hier so ein krummer Lifthill Kettenzug, weiß ich nicht, ist echt nicht so. Ja. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß die meisten deutschen Wörter gar nicht von diesem ganzen Freizeitpark-Gedöns. Ich habe die alle jetzt gelernt auf Englisch. Es ist ja irgendwie zum Beispiel Banking. Was ist Banking in Deutsch? Irgendwie Anschrägung von Schienen? Ich habe keinen Schimmer. Genau, auf jeden Fall. Die Bahn ist einfach nur da, weil sie da ist. Ist auch jetzt schon zu Ende. Oh Gott, das ist eine schlechte Zeit. Nun ja, wollte ich jetzt auch gar nicht so mal zeigen, sorry. Ich verliere mich hier immer so ein bisschen drin. Ich hoffe, ihr merkt aber, dass es mir immer noch Spaß macht, hier in die alten Parks zu gehen, weil ich weiß noch, da steckt so viel Arbeit drin. Auch hier so ein kleines Restaurant. Upsa, hä? Bin ich? Lass mich. So, hier, da. Auch hier fehlen natürlich die Shops, da waren eigentlich Shops vor, sieht man hier wunderbar noch an diesen Wegrändern mit so ein paar kleinen Tischen. Also wie gesagt, wir hatten damals nicht viel. Einfach nur so ein paar Teile zusammengesetzt, damit so in etwa so aussieht. Das war dann so die Rebellenecke hier drüben. Hier haben wir auch noch so eine Landeplattform. Ja, auch die Farben. Also das war mal schwarz. Die kann man auch, kann man die überhaupt wieder umfärben? Oh, die kann man jetzt umfärben. Das ist ja praktisch. Ja, waren alle schwarz. Ja, ist nicht mehr. So, dann haben wir hier unten drin auch keine Shops mehr. Wo sind die denn alle hin? Mein Gott. Okay. Ja, das hier war die, ihr kennt es alle, Mos Eisley, die Bar, Kantina. Auch irgendwie so ein bisschen, wie es halt damals ging, nachgebaut aus Einzelteilen. Ich glaube, man kann es erkennen nach heutigen Standards, die das Spiel mittlerweile eingebracht hat, mit den vielen kleinen Detailteilen ist das natürlich viel besser zu machen eigentlich. Aber ja, so war es in Alpha 1, ne? Ach komm, wir gucken mal hier drüben noch, da habe ich noch, ach, das ist auch irgendwie meine Lieblingsecke.
nach der Rebellenbasis hier so mein zerstörter AT-AT oder AT-AT. Es gibt ja zwei Lager. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Mir ist es ehrlich gesagt eher der Läufer halt, ne? Das Robotervieh. Genau, einfach mal so ein bisschen, da drüben ist er noch komplett, hier ist er kaputt. Das Ganze war aber, wie gesagt, nicht jetzt akkuratst, auch proportional ist das natürlich totaler Bullshit hier, aber es war auch nie so geplant. Es sollte halt wirklich so eine Art Freizeitpark sein mit Star Wars Thema. Ja, ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Ja, ab in den nächsten Park, würde ich sagen, ne? Sehen wir uns im nächsten. Bis gleich. Ah, wunderbar. So, da sind wir wieder. Ich habe den anderen Teil rausgeschnitten. Ich hatte vorher irgendwie ein kaputtes Save von diesem Park geladen, aber jetzt sind wir wieder hier im Deutschlandpark. So heißt das ganze Ding. Und das war eins meiner Alpha 2 Projekte mit einer unfassbar unrealistischen Achterbahn. Aber ja, es gab halt Achterbahnen in dem Spiel und da wollte ich dann einfach mal Achterbahn bauen. Und habe hier so ein riesen, unendlich unlogisches Teil gebaut. Hier ging es auch mehr darum, dass ich irgendwie die Autobahn nachbauen wollte. Es gab damals noch keine Booster-Schienen, die hätte ich gerne verwendet, um hier nicht irgendwie 300 Kilometer in die Höhe zu müssen. Kein Mensch würde auf dieses Ding gehen, ich habe das gar nicht, das kann man glaube ich mit gar nicht testen, ne? Ne, gucke ich jetzt auch gar nicht rein. So, ja, der Park war mal geplant als komplettes Projekt, ist dann nie fertig geworden. Wie gesagt, hier laufen auch irgendwie keine Leute rum, weil der Eingang fehlt natürlich. Ich habe hier gar nichts angepasst mehr, also ich habe den nur noch mal ein paar Mal abgefilmt, das war's. Hier vorne haben wir ein kleines bayerisches Restaurant. Dann haben wir hier drüben die Semperoper aus Dresden. Die haben es ein bisschen nachgebaut. Da habe ich aber auch innen drin tatsächlich alles gemacht. Wir fliegen mal gerade rein. So. Und hier oben lang. Das war dann halt der ganze Eingangsweg. Und dann ging man hier einmal durch. Das ist aber dunkel hier drin. Na, das ist aber dunkel. Mal ein bisschen heller machen, ne? So. Genau, hier haben wir dann auch den Eingangsweg, also hier habe ich wirklich eine Menge Zeit drauf verwendet, den Eingang vernünftig zu machen, so eine Bühne da oben. Ja, diese ganzen Animatronics von den kleinen Mannequins hatten wir noch nicht, sonst hätte ich die da natürlich auch schön auf die Bühne packen können. Dann geht es hier hinten einmal durch, hier kommt man dann einmal raus in den Gartenbereich. Hier links kommt die Achterbahn dann hochgeschossen und bremst quasi über den Köpfen der Leute, wenn die hier in der Warteschlange stehen. Finde ich eigentlich immer ganz interessant. Das kennt man ja so aus echten Parks, dass das Layout immer so ist, dass man schon in der Warteschlange eigentlich getriggert wird und gerne auf das Ding endlich möchte und so ganz hibbelig wird. Ich zumindest. So, genau. Ja, dann hier hinten nicht mehr allzu fancy. Da kommt man dann hoch und ist dann hier vorne schon drin. Das Ganze war so ein kleiner Eingangsbereich innerhalb eines riesigen Klaviers. Genau, so sieht das Teil aus. Auch hier sehr hoch, geht es dann mit einem sehr steilen Sturz runter, fährt so ein bisschen durch die Geige hier oben. Dann haben wir hier noch so ein kleines Musikemblem, eine Note. Auch in den Blumen sollte es sich widerspiegeln. Ja, einfach ein groß angelegtes Projekt. Ich habe es damals, glaube ich, Amadeus Sound Machine genannt. Hier auch nochmal der Notenschlüssel als Layout von der Achterbahn. Hat eigentlich alles ganz gut funktioniert. Die Achterbahn selbst ist jetzt nicht so spannend, war aber auch mehr so als Projekt wieder angelegt, als kleines Erlebnis. Und nicht als perfekte Achterbahn. So, dann haben wir hier hinten eigentlich auch noch ein letztes Projekt und ich ringe immer mit mir, das selber zu sagen, aber tatsächlich, das ist eins, auf das ich wirklich ein bisschen stolz bin. Das Ganze hier war nicht angelegt als Projekt, möglichst gut zu sein, sondern das war eben eine Art Stop-Motion-Film, den ich daraus gemacht habe. Ihr könnt das Ganze unten in der Beschreibung sehen. Das Ganze war der Prozess einer Achterbahn, wie die wirklich aufgebaut wird. Also vom Bringen der ersten Schienen über Ausheben von Fundamenten. Ich hatte zwischendurch extra Kräne gebaut, die dann hier standen und alles aufgezogen haben. Dann habe ich die wieder abgerissen und habe das alles halt immer schön in einzelnen Takes gefilmt und nachher in einem 13- oder 14-minütigen Video zusammengefasst im Zeitraffer, sodass das Ganze aussieht, wie als würde man eine Baustelle filmen, wie sich so langsam eine Achterbahn zusammensetzt. Und habe dann auch wirklich die ganze Themenwelt hier und drumherum alles selbst gemacht, hier eigene Bäume noch erstellt, weil es noch nicht so große Bäume gab zu der Zeit. Habe auch hier den ganzen Warteschlangenbereich noch verziert, habe dieses Gebäude und alles halt in Einzelteilen gebaut, sodass man in diesem Zeitraffer-Video das Ganze sieht. Es gab auch noch kein Wasser damals, deswegen hier irgendwie diese komische, was auch immer, Mannequin-Piss-Dings-Bachlauf-Idee. Die sah damals besser aus, weil die Effekte noch anders aussahen. So, behaupte ich jetzt einfach mal. Nee, ich glaube, es war sogar so. Ja, jedenfalls ist das der Deutschlandpark. Ich glaube, wir gehen direkt in den nächsten, ne? Sonst wird es zu lang. Bis gleich!
Show, da sind wir schon wieder im nächsten Park. Dieser Park hier, das war der Park, den ich gebaut habe, um an Alpha 2 Gewinnspiel teilzunehmen. Planet Coaster bzw. Frontier hat zu Alpha 2 Zeiten ein großes Gewinnspiel gemacht, und zwar sollte man einen kompletten Park bauen bzw. ein Video machen von einem Park. Und der beste Park hat halt am Ende ein exklusives Meet and Greet mit den Entwicklern in London bzw. in den Studios von Frontier gewonnen. Leider habe ich nicht gewonnen, sondern nur in Anführungszeichen den fünften Platz, glaube ich, mit dem Park gemacht. Aber das war eben auch ein Riesenprojekt. Und zwar habe ich versucht, einen Park zu machen. Ich mache immer so, dass man es so sieht, wie ich das vorhatte. So, irgendwie so. Ja, ich glaube, das geht gut. Und zwar sollte das Ganze ein Park sein, der auf dem Mond ist. Die Idee war wirklich zu sagen, wir haben hier einen Park, der tatsächlich nicht nur so gebaut ist, als sei es der Mond, sondern wirklich auf dem Mond ist. Natürlich ein bisschen utopisch, aber das war die Idee. Hier oben hat man so eine Art Landeplattform, wo die ganzen Shuttles ankommen können. Dann haben wir hier unten extra gebaute Heizsysteme und Belüftungssysteme, die überall im Park verteilt sind, damit die Leute auch atmen können und denen nicht zu so kalt ist. Also die Idee ist, dass quasi über den Wegen so eine Art Luftschicht entsteht, genauso wie von den Bäumen ausgehend. Das sind also Hydra-Bäume hier, die im Prinzip auch diese Luft konstant halten. Die sind auch überall im Park verteilt und über diese Stromverteilsysteme sind die verbunden. Und überall haben wir dann hier solche Solaranlagen, die den Strom generieren, um eben die Bäume und das ganze Wasser und so weiter zu pumpen und auch diese Beheizsysteme am Laufen zu halten. Das war so die Idee, damit das Ganze so ein kleines bisschen Realismuscharakter bekommt. Ja, dann haben wir hier eine Mickey Maus, die die ganzen Leute in Empfang nimmt, auch aus dem Terrain geformt. Damals auch als kleines, war einfach nur ein Test, um zu schauen, wie gut eigentlich dieser Terraforming-Editor funktioniert, den es in Alpha 2 damals gab. Das ist eben draus geworden, ne? So, hier, die Mickey Maus. Ist jetzt nicht besonders gut geworden, aber ich finde, man kann sie erkennen und das reicht mir dann in dem Moment auch. Genau, hier so ein kleiner Eingang, ein paar Meteoritenkrater überall mal verteilt. Hier unten haben wir dann das Hauptbewässerungssystem, irgendwie auch mit Strom. Hier unten gibt es dann so ein bisschen die Wasserkulturen. Wie gesagt, das sieht jetzt vielleicht gar nicht mehr so gut aus, wie es damals aussah, weil das alles kaputt ist. Die Drehungen von den Objekten ist teilweise falsch. Die Teile hier waren viel kleiner, diese Strom, was auch immer, Dinger. Fehlt hier eigentlich eine Achterbahn? Ne, die ist noch drin. Genau, das hier war der Michael Jackson Coaster. Die funktionieren jetzt teilweise alle gar nicht mehr, weil Frontier hat in der Zwischenzeit die Achterbahntypen geändert. Ich glaube zum Beispiel, diese Achterbahn hier dürfte eigentlich gar kein Looping mehr haben, weil es jetzt der Hypercoaster ist. Deswegen funktioniert die auch nicht mehr, aber wir können mal eben hier reingehen. Hier habe ich nämlich auch mal so ein bisschen was versucht. Und zwar steht hier eine Michael Jackson-Figur auch aus Terraforming gemacht. Was? Also so aus Erde geformt eben. So ein bisschen, wie es halt damals ging. Das Licht dafür ist jetzt ein bisschen kacke. Vielleicht kann man probieren, ob das nachts besser geht. PM. Ich glaube, das ist ganz nett beleuchtet gewesen. Na, nicht wirklich. Gut, dann halt nicht. So. Ja, was haben wir denn hier noch so? Genau, hier unten waren ein paar Shops. Dann haben wir ja einmal hier die Apollo 11 Landekapsel. Die ist tatsächlich möglichst gut nachempfunden. Halt eben mit den Möglichkeiten, die man damals hatte. Genau. So, was haben wir noch irgendwas Besonderes hier in dem Park? Überall sind auch hier solche Pflanzsysteme, die eben die Luft auch regeln sollten. Hier hinten hatten wir eine Mine. Das Ganze ist ein Dive Coaster. Ich glaube, der funktioniert auch sogar noch. Mal reinsetzen. So, da sind wir. Ich bin mal gespannt, ob es funktioniert. Nicht mehr getestet seitdem. Habe ich auch noch nicht so gesehen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wow. Willkommen im Rollercoaster Tycoon World. Was zur Hölle ist hier los? Interessante Dinge kommen hier zutage, wenn man mal alte Parks öffnet. Habe ich noch nicht. Ah, interessant, interessant. Ich habe das Gefühl, das liegt einfach daran, dass die Bahn in ihren Dimensionen wohl etwas größer geworden ist, als sie damals war. Und wir deswegen in die Erde kommen. Aber sie funktioniert noch. Oh, welch Wunder. Nun ja, das ist mein Dive Coaster, der hieß ICE. Interstellar Coaster Experience war es damals benannt worden. Toller Name, was?
So, nächstes ist hier, ja, auch eine kleine Randgeschichte. Oh Mann, ich mache das Video echt ewig lang. Nun ja, ich hoffe, es gucken wenigstens ein paar Leute. Oh Mann. Diese Achterbahn, diese hier, das war damals geplant als, ja, quasi schwerelos Experience, so, keine Ahnung, wie man es irgendwie nennen soll. Es sollte halt die Schwerelosigkeit so ein bisschen darstellen und war gar nicht so als realistische Achterbahn geplant. Das habe ich auch in die Kommentare und in die Beschreibung des Videos gesteckt. Dummerweise hat das scheinbar keiner gelesen. Es ist nach wie vor das meistgesehene Video auf meinem Kanal. Das Ding hieß Oxygen, heißt hier diese Achterbahn. Dummerweise auch das am meisten negativ bewertete Video, weil kein Mensch liest. Also auch nochmal hier zur Info, vielleicht hat irgendjemand von euch, die das jetzt sehen werden, dieses Ding damals gesehen, hat sich vielleicht auch aufgeregt. Nein, es sollte keine tolle, realistische Achterbahn sein, es sollte einfach nur die Schwerelosigkeit darlegen. Und ja, dafür war das, glaube ich, auch ganz gut. Naja, und hier in der Mitte gab es dann halt so eine Art moderne Interpretation eines Disney-Schlosses. Wenn ich mir es heute angucke, sieht das Ding aus wie so ein lieblos dahingestellter Betonklotz. Damals in Alpha 2 war ich damit relativ zufrieden, muss ich einfach mal so sagen. Genau, so, das war es hauptsächlich mit dem Moon One Park. Gehen wir nochmal einmal weg und wir sehen uns schon im nächsten Park. So, da sind wir auch schon wieder. So, ich muss jetzt ein bisschen reinhauen. Ich will das Video echt nicht zu lang machen. Wir sind aber schon in Alpha 3 angekommen. Wahnsinn! So, das hier ist, ich habe das Ding damals The Damn Park genannt. Kleiner Wortwitz auf Englisch. Ich weiß, ist jetzt nicht so, ne, der Riesenwortwitz. Aber das war ganz zu Beginn von Alpha 3 und in Alpha 3 haben wir endlich Wasser bekommen. Und da habe ich mir gedacht, dann baue ich doch mal direkt einen Damm. Und das war meine Interpretation eines Damms so. Und im Prinzip war das auch tatsächlich als kleines Szenario gedacht. Also ich habe mir vorgestellt, wie bei Rollercoaster Tycoon 3 zum Beispiel, man bekommt hier so einen Park mit einem alten Damm geliefert, wo man eben im Prinzip sagen muss, ja, irgendwie der Damm ist jetzt verlassen, wird nicht mehr genutzt und hier soll ein neuer Freizeitpark hingebaut werden, aber es darf irgendwie landschaftlich nichts verändert werden, mach irgendwie das Beste draus. So, und da gab es auch schon eine Achterbahn, die ist aber irgendwie bankrott gegangen, baue das ganze Ding wieder auf. So war die Idee und dann habe ich hier diese Achterbahn reingesetzt, auch als Dive Coaster. Ja, die Werte wie man sieht, jetzt nicht mega beeindruckend, aber es war halt auch wieder so eine Art Konzeptarbeit. Es sollte jetzt kein unglaublich toller Achterbahn-Simulator werden, sondern einfach nur so ein bisschen hier. Ach, guck mal, es ist doch schon so ein bisschen fotogen, ist das Ganze doch schon, oder? So. Liegt vielleicht einfach nur daran, dass das Spiel einfach unglaublich gut aussieht. Habe ich schon mal gesagt in diesem Video. Nun ja, hier oben haben wir eine kleine Chief Beef Party. Und wir fahren jetzt einfach mal mit, bevor wir in den nächsten Park springen. Joa. Schauen wir uns das Ganze mal aus dem Ding an. So sieht's aus. Ja, also wie gesagt, es war halt auch als kleiner Test gedacht, wie weit man mit dem Wasser gehen kann, wie sehr man damit rumspielen kann. Jetzt halte ich mal kurz meine Schnüsse für die Fahrt. So, ja, das war es auch schon. Also wie gesagt, nichts Weltbewegendes und auch was ich eigentlich nicht so gerne mache, aber hier drin ist jetzt auch nicht so wirklich was verziert, sondern einfach nur so dahin gebaut. Es ging wirklich nur um die äußere Erscheinung, um mal so ein kleines Video zu machen, Cinematic Shots und ja, einfach hier so, ne? Einfach das. Einfach mal probieren. So, ja, Alpha 3, weiter geht's im nächsten Park. Bis gleich. So, da sind wir auch schon. Hier in dem Park sage ich jetzt schon mal vorweg. Performance-mäßig wird das Ganze ein bisschen schwierig. Upsa, es fängt schon an zu laggen wie sonst was. Denn wir sind in meinem Four Seasons Park, wovon man jetzt gerade noch nicht so viel sehen kann. Das hier ist nämlich eine meiner Achterbahnen, die ich tatsächlich in den letzten Tagen mal wieder versucht habe, auf die Reihe zu bekommen, weil die auch sehr kaputt war. Und jetzt gehen wir einmal raus und gucken uns den ganzen Park an. Hui, da sind wir. Also, das hier ist mein bisher einziger komplett fertig gebauter Park. Hier hinten fehlt noch so eine kleine Ecke, die habe ich nicht mehr voll gebaut, aber ja. Ich denke mal, dass tatsächlich die meisten von euch diesen Park kennen. Und zwar ist das der Park, den ich zu Alpha 3 Zeiten komplett zu Ende gebaut habe und auch diverse Sachen geteilt habe. Das Ganze bei Frontier auch schon mal im Livestream gesehen wurde wahrscheinlich. Und
hier habe ich mich einfach an allem, was ging, ausprobiert. Also über tatsächlich immer so Floor-Graphics mal probiert zu machen, irgendwie mit Blumen rumgespielt, wie man da so rumspielen kann. Hier mal so ein komplettes freies Gebäude gebaut, was irgendwie keine wirklichen architektonischen Vorlagen hat, sieht man ihm auch an. Genau, hier hinten ist eine Art Wasserfall-Ecke, wo die Achterbahn rumgeht. Hier unten haben wir einen kleinen Chief Beef versteckt. Ich mal eben hier Play, damit man sieht, wie es aussieht. Ja, ist ganz okay, ne? Geht schöner. Aber wie gesagt, da fehlen halt auch einige Effekte, die es damals noch nicht gab. Hier auch wieder so ein bisschen mit Wegen experimentiert. Das Ganze ist natürlich jetzt nicht so gut zu sehen, wie es damals war. Man könnte jetzt den... Ist ja neuerdings auch möglich, hier den Rand zu verschwinden lassen. So, müsste jetzt gehen. Ja, dann hätte das Ganze natürlich nochmal wesentlich besser ausgesehen. Hier ohne die ganzen Kanten. Gab es damals noch nicht, aber ist, wie man sieht, eine perfekte Erweiterung, weil jetzt sieht man gar nicht, dass da noch irgendwie Kanten zwischen sind, sondern jetzt könnte man denken, das hier wäre der komplette Weg und es macht das Ganze noch ein bisschen realistischer. Genau, hier haben wir irgendwie so ein riesiges Ding, wie auch immer das heißt, so ein Aussichtskettenkarussellturm. Hier hinten haben wir eine kleine Kinderachterbahn, die so ein bisschen durch die holländischen Dünen oder Nordseedünen fahren soll. Das Ganze war hier das Sommerland. Dann haben wir hier hinten den Herbst, wie man unschwer erkennen kann, wo im Prinzip hier diese kleine Ecke, diese Spooky Area, ach mein Gott, warum auf Englisch? Sorry, ich bin da so gewohnt dran, weil ich das 100-mal schon erklärt habe. Also das ist die kleine Gruselecke, so ein bisschen der Herbstplatz, Herbst, gruselig, Halloween natürlich, war die Idee mit der Hauptattraktion, das ist eben die Achterbahn hier oben, diesen Gruselturm, da geht die Achterbahn rein und fällt dann runter, also hier oben. Gehen wir mal ganz kurz, ich weiß gar nicht, ob da jetzt gleich eine Bahn kommt. Ich beschleunige es mal eben. Schauen wir mal, müsste eigentlich wieder... Da ist sie, genau. Komm, wir setzen uns mal einfach mal kurz rein. Ich weiß überhaupt nicht, ob die funktioniert gerade. Train 2, das ist sie, ne? Ja, das ist sie. Achtung, das gibt jetzt ein bisschen Ruckelkino. Aber wir fahren einfach mal mit, damit ich euch zeigen kann. Also das hier war, die Idee war, das Ding irgendwie Night Owl zu nennen, wegen Nachteule. Das bin ich nämlich tatsächlich auch. Und deswegen so quasi eine eigene Interpretation meiner Arbeit bei Planet Coaster. Oh Gott. Naja, fahren wir mal kurz mit. Oh, 20 FPS, man geht ja gerade noch. 22, 23, naja. Also wirklich flüssig wird das Ganze jetzt nicht, aber ich glaube, man kann es einigermaßen planen. Ich werde die ganze Achterbahn, wie gesagt, noch perfektionieren und dann auch nochmal ein Video davon machen. Also ihr habt das jetzt hier exklusiv quasi das allererste Mal, ein POV dieser Achterbahn. Den habe ich bis jetzt noch nie veröffentlicht. Einfach aus dem Grund, weil es damals zeitlich nicht mehr hingehauen hat, bevor ich nach Thailand geflogen bin. Aber hier sind noch einige Ecken und Kanten drin in der Bahn, die mir nicht so gefallen. Die ist grundsätzlich ein Ticken zu schnell. An manchen Stellen geht's, an anderen wiederum ist sie zu schnell. Da war jetzt gerade auch ein ganz schöner Haken drin. Die Kurven sind nicht überall perfekt, also grundsätzlich, die ist jetzt noch nicht perfekt. So, das restliche Stück ist jetzt auch wirklich nur nochmal zurück in die Station, aber jetzt ziehen wir es auch durch bis zum bitteren Ende. So, da sind wir. Station erreicht. Genau, ja, so sieht der Turm halt nochmal aus, da ist die Achterbahn dann drin. Und hier hinten haben wir noch so ein bisschen einen kleinen Sumpfgebiet. Dann haben wir hier, wer es vielleicht erkennt, es ist eine Neuinterpretation des bayerischen Restaurants aus dem Deutschlandpark. Da habe ich mich tatsächlich einmal aus Faulheitsgründen an einem meiner alten Parks bedient und habe dann hier noch so eine kleine Sitzecke reingebaut, aber nicht mehr wahnsinnig viel. Denn zu diesem Zeitpunkt wollte ich unbedingt hier rüber, und zwar in den Winterpark, da sind wir. Kleine Notiz an der Stelle, es gab damals noch keine Schneeobjekte im Spiel, gar nichts. Ich habe das alles hier mit irgendwie weißen Planken, weißen Stücken, Brettern, Eulen, Vögeln, alles was halt weiß in dem Spiel war, habe ich genutzt, um das so ein bisschen aussehen zu lassen wie Schnee. Hat erstaunlich gut funktioniert, hier haben wir auch so einen kleinen Lift, der nach oben geht. Ich habe die Gondel leider nicht mehr bauen können, aus Zeitgründen auch hier. Hier unten haben wir nochmal einen Lift, der halt nach oben geht, eine Skisprungschanze habe ich hier hingesetzt. Weil ich auch ein großer Alpenfan bin. Ich fahre relativ oft Skifahren in den Alpen, hauptsächlich in Oberstdorf, und habe dann hier so ein bisschen inspiriert von der Oberstdorfer Schanze einmal hier noch so einen Skisprungberg hingesetzt und auch eigene Laternen für die Gegend hier gemacht. Und ja, also das war schon eine Heidenarbeit. Genau hier ist mein Hauptgebäude, im Prinzip kein Schloss, wie es bei Disney ist, sondern so ein russisch anmutendes Gebäude, wo man mitten durchgehen kann. Ansonsten hat es keine große Funktion.
Aber, und das ist der grundsätzliche Gedanke dahinter gewesen, das hier ist der Baum der Jahreszeiten. Und zwar haben wir hier in diesem Baum halt den Herbst, den Sommer, den Winter und theoretisch auch den Frühling, der irgendwie da, wo es am grünsten ist, ist. Konnte ich jetzt leider nicht so sehr darstellen. Und warum das Ganze russisch ist, liegt einfach daran, dass Russland halt eins der Länder ist, was aufgrund seiner ganzen Zeitzonen eigentlich zu jeder Zeit, jede Jahreszeit an sich verkörpert. Obwohl das natürlich Quatsch ist, weil Herbst ist Herbst und Winter ist Winter und Frühling ist Frühling, halt nach Kalender. Aber ich meine, Winter in Australien ist ja auch Sommer, ne? So, trotzdem sagen die Winter. Ist komisch, ist aber so. Genau, deswegen russisch, weil das alles verkörpert. Und hier vorne auch nochmal so ein ähnliches Restaurant, was auch tatsächlich funktionabel sein soll. Funktionabel? Achso, da arbeitet keiner mehr, ne? Ja, weil irgendwie der Typ. Ja, machen wir mal auf. So, hier. Wie gesagt, die Parks sind alle noch sehr alt, deswegen funktioniert da auch teilweise nicht alles. Den habe ich auch erst vor kurzem wieder so gebaut, dass überhaupt mal wieder Leute in den Park kommen. Also ihr seht hier unten vielleicht die ganze Zeit schon die Leute reinströmen. Das liegt einfach daran, dass ich das damals nur angepasst habe für den Stream von Bo, dass die den Park nehmen konnte und danach auch nichts mehr gemacht habe. So sieht's aus. So, und weil das Video jetzt echt viel zu lang wird, gehen wir jetzt einfach in irgendeinen Park, an dem ich gerade aktuell dran bin, um das Ganze abzuschließen. Also, sehen wir uns gleich wieder. Ciao, ciao. So, jetzt muss ich doch nochmal gerade einen kleinen Zwischenstopp machen, bevor wir in den letzten Park gehen. Denn das hier ist einer meiner ersten komplett gebauten Achterbahnen in. Ja, und zwar in dem finalen Spiel. Und zwar mit einer kleinen Besonderheit. Wir gehen jetzt einfach mal in die Achterbahn und fahren mit. Vielleicht haben es einige von euch schon gesehen. Na komm, fahr los. Keine Lust zu warten, bis die. Ich bin hier vorne. Nee. Klick, klick, klick. Sorry, das ist jetzt nicht so wie gewollt. Naja, so, fahren wir einfach mal mit. Denn die Achterbahn hat am Ende eine kleine Besonderheit. Das war mein Silvester-Special, was ich gemacht habe. Wahrscheinlich, wenn hier die meisten, die jetzt zuschauen, kennen das auch schon. Und genau, wir fahren jetzt einfach mal hier die ganze Ecke mit rum und kommen jetzt. Sorry. Zur kleinen Besonderheit, die ich zu Silvester gemacht habe. Die meisten ahnen es vielleicht schon. Aber ja. Jetzt gleich kommen wir zu einem Höllentrigger-Event. Hölle deswegen, weil es einfach unglaublich viel Arbeit war, was ihr jetzt vielleicht sehen werdet. Achtung, los geht's. Oh Gott, man sieht es nicht von hier. Natürlich nicht. Ja, das war natürlich jetzt ein bisschen doof. Das machen wir mal eben anders. Wo zur Hölle ist die zweite Bahn? Fahr schneller, fahr schneller, fahr schneller. Los, mach schneller. So. Okay, schnell in Position gehen. Hier ist das Dorf, hier ist das Dorf. So. Ihr seht es vielleicht schon ganz leicht. Da geht's los. Ja, ein kleines Feuerwerk, was ich mit ganz vielen Trigger-Events gemacht habe. Und wenn wir jetzt einfach mal hier reingehen und uns die Trigger angucken, dann sieht man hier auch, hier sind die ganzen Events auf einer Linie. Und das sind jetzt im Prinzip, es sieht gar nicht so viel aus, aber wenn wir jetzt hier mal in die ganzen Sachen, also das sind jetzt die Lampen, die sind natürlich nicht so dolle, aber hier mal so ein Firework öffnet, dann sieht man hier, ja, eine Menge, Menge Arbeit, die hier drin steht. 34 Objekte in der. 34 auch hier drin, hier sind 26, 21, also überall jede Menge 56 sogar hier drin. Also, ja, das war eine ganz schöne Arbeit, das Ganze zu bauen. Und aber es sieht, glaube ich, auch ganz gut aus, von daher hat sich die Arbeit gelohnt. Diese Gebäude sind übrigens alle aus anderen Parks geklaut, also das habe ich jetzt hierfür nicht extra noch alles gebaut. So, auf geht's aber jetzt in den letzten Park. So, und da sind wir schon im letzten Park, wo ich auch dringend mal Pause drücken muss. Mein Gott, das ist aber auch hier. Performance-mäßig. Ei. Ich glaube, ich muss hier dringend mal die Besucher reduzieren, wobei das eigentlich gar nicht so viele sind. Naja, das hier ist mein aktuelles Projekt. Viele haben es schon gesehen, wahrscheinlich. Das ist das Let's Play London. Ja, was wahrscheinlich nicht zu Ende gehen wird. Denn ich ja, habe halt das große Problem,
dass die Performance in dem Park schon echt leidet, denn ich habe ja hier außen, wie man sieht, alles mit Gebäuden zugebaut, um so ein bisschen die Illusion zu kreieren eines Parks in London. Also wenn man hier so in so einem Londoner Vorort, sollte im Prinzip so ein kleiner Park sein hier in der Mitte, wo man dann auch als eigenes Szenario sozusagen seinen eigenen Park reinbauen soll. Und ich habe eigentlich von vornherein schon gedacht, so komm, das schaffst du, du benutzt einfach nicht so viele Teile, dann geht das schon. So, das hat irgendwie bis hier ist es gut gegangen, aber wie man sieht, hier ist es schon wieder komplett eskaliert, denn wir haben jetzt irgendwie nicht nur diesen tollen Achterbahnberg hier, sondern hier unten drin ist jetzt auch noch unser London Dungeon. Das war eine tolle Idee aus den Kommentaren, dass man das bauen soll. Und hier unten ist vom lieben Kollegen Faros dieses unfassbar geile Miniaturland. Ich bin immer noch unfassbar, wie er das gemacht hat. Aber wir haben lustigerweise parallel daran gearbeitet, ohne dass wir es wussten. Und hatte ich schon hier dieses Mini-London erstellt. Natürlich ist sein Detailgrad nochmal ungefähr 800 Mal geiler als meiner hier in dem Fall. Aber meins war auch tatsächlich auch noch nicht fertig. Das war nur nochmal hier, um hier zu schauen, ob das reinpasst. Deswegen hat sich das super ergänzt. Ja, genau. So sieht es hier aus. Wir gehen mal eben wieder raus. Da sind wir. Ich werde versuchen, den natürlich weiterzumachen. Ich werde jetzt irgendwie mal in den nächsten Tagen, Wochen gucken, dass ich die Leute vielleicht erst noch aus dem Park bekomme. Einfach mal alles schließe und dann sehen, ob die Leute wieder abzischen, weil das ist wirklich, also, das nervt halt auch, ne? Irgendwie, wie sich das hier alles so staut. Man müsste echt mal schauen, dass wenn der Park fertig ist, man überall seine Leute hat und die sich auch vernünftig verteilen. Wenn jetzt beispielsweise die Achterbahn endlich geöffnet ist, gehen auch wieder mehr darüber. Dann hat man auch nicht so Lags, weil wie gesagt, wenn ich hier rüber gehe, ist die Performance auch echt deutlich besser. Hier bin ich schon wieder bei 40 Frames und ja, hier drüben, wo irgendwie 1 Million Leute auf einer Stelle sind, ist die Performance natürlich jetzt nicht so geil. Also ich meine, wir haben jetzt um die 35 FPS, das geht noch. Ist spielbar, wenn ich in der Pause bleibe, aber ja, das ist natürlich nicht das, wie ich das Spiel spielen möchte. Genau, aber so sieht es eben aktuell aus. Das Ganze hier ist entstanden in einem Let's Play, deswegen ist es auch noch nicht so unglaublich fortgeschritten. Aber ich finde es eigentlich ganz schnuckelig, ganz schön, wie früher bei Rollercoaster Tycoon, die kleineren Parks, sowas muss es halt auch mal geben. Und da werde ich auch weitermachen und wie gesagt, das ist alles auf Englisch. Es kommt aber jetzt demnächst was auf Deutsch. Ich mache jetzt mal ganz kurz so, hier so ein bisschen. So, lass mal einfach mal laufen. Ja, paar abschließende Worte. Ich hoffe, euch hat dieses unglaublich lange Spezial gefallen. Ich wollte einfach mal so ein bisschen durchführen, was ich so in der Vergangenheit gemacht habe. Für all die Leute, die neu auf dem Channel sind, sind ja auch einige drauf, die Deutsche sind, den englischen Content sich reinziehen und das auch irgendwie ganz gut finden. Ich werde auch, also bevor das jetzt hier falsch rüberkommt, definitiv hauptsächlich Englisch bleiben. Das habe ich mehrfach erklärt, warum es so ist und das hat nichts damit zu tun, dass ich mehr Leute erreiche oder dass ich wegen irgendeiner Gier oder so das unglaublich gerne auf Englisch machen möchte, denn das ist totaler Quatsch bei der Anzahl von Abonnenten und wie ich eben erzählt habe, das ist einfach alles Spaß. Das ist mein Hobby, ich mache hier auch nichts irgendwie auf Druck oder so, sondern so wie es eben passt, weil ich eh spielen würde, nehme ich es halt mit auf. Natürlich ist es ein bisschen mehr Arbeit, aber es macht ja auch Spaß. Deswegen werde ich weiterhin aus dem Lerneffekt, den ich daraus ziehe, und einfach die Community, die in der Zeit gewachsen ist, natürlich auch hauptsächlich englischsprachig ist, das natürlich weitermachen. Trotzdem möchte ich ein bisschen deutschen Content auch für die deutsche Planet Coaster Community machen. Sicherlich auch mal mit einem anderen Spiel, ich habe da so ein paar Sachen schon im Kopf. Mal gucken, wie gesagt, alles nicht in der hohen Frequenz, die man von professionellen YouTubern erwartet, aber ja, ich denke mal, ich werde hier und da mal deutsche Videos einstreuen, ich werde eine deutsche Spielserie auf jeden Fall machen, ob alleine oder mit jemand anderem sei dahingestellt, das muss ich noch in Erfahrung bringen und ja, grundsätzlich hoffe ich einfach, euch gefallen meine Videos, Kritik positiv, konstruktiv, immer gerne gesehen, ansonsten hoffe ich jetzt, wie gesagt, dass euch dieses unfassbar lange Video gefallen hat. Ich weiß auch noch gar nicht, wie lange es wirklich ist, weil ich muss den Krempel noch schneiden und all die Ladezeiten rausschneiden und zwischendurch den einen falschen Park, den ich geladen habe, schneiden und dies und das und jenes. Und eigentlich soll ich schon seit einer halben Stunde Wäsche aufhängen und kriege sonst gleich wieder einen auf den Deckel. Deswegen sollte ich das jetzt auch mal langsam tun. Wie erwähnt, hoffe, es hat euch gefallen. Wir zoomen jetzt einfach nochmal so langsam in den Park rein hier als abschließendes. Moment, das machen wir jetzt mal ganz kurz so richtig hier mit. Wo ist denn jetzt? Kamera. Langsam. So, das machen wir jetzt hier so richtig dramatisch. So, jetzt mache ich da gleich so tolle Musik noch hinter und dann fahren wir jetzt einmal ins Ende dieses Videos.
Ja, okay, reicht. So, viel Spaß, danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Video, Leute. Ciao, ciao, macht's gut, der Rudi.